Um dich hier einfach noch einmal mit reinzuholen, möchte ich dich über die nächsten Minuten einladen, dir eine neue Routine anzulegen oder deine bestehenden Routinen zu stärken. Wir reden über emotionale Fitness, wir reden über gesunde Psyche. Und aus meiner Erfahrung persönlich und beruflich hat es sich gezeigt, dass bestimmte Routinen mich sehr, sehr klar ausrichten lassen darauf, was für mich im Leben wichtig ist. Und gibt mir auch diese Flexibilität und auch diese Ermächtigung, selbst am Steuer zu sitzen, über meine Emotionen, nicht nur mit den Kontrolle zu haben, aber die Fähigkeit, sie zu steuern, sie zu beobachten und darüber zu stehen. Das heißt, was ich mir damit erlaube, ist, dass ich das Steuer in die Hand nehme und nicht einfach in den Tag hineinlebe und schaue, was sich denn mal zeigt. Denn alle möglichen Situationen werden uns begegnen im Laufe des Tages, in einer Woche, im Monat, in Jahren. Und gerade das Jahr 2020 hat gezeigt, dass es unheimlich viele, vielleicht auch unerwartete Situationen gibt, die dir begegnen, die dir geschenkt werden und mit denen du umgehen darfst. Und um das zu stärken, habe ich persönlich eine sehr, sehr klare Routine, die ich auch an Tausende von Klienten weitergebe bei uns in meiner Online-Coaching-Akademie. Und diese möchte ich mit dir.